Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command War in Europe mit den Achsenmächten. Und ich wollte dann jetzt erstmal die Kommentare abgehen vom letzten Mal. Und die Frage war ja, was machen wir mit den Italienern? Auf die Armee gehen, auf die Flotte oder gemischt? Und das tendierte dann eher zur Armee. Also hier zum Krieg mit der Sowjetunion und die Flotte. Ich würde sagen, sie kriegen auf Dauer noch ihre Marinewaffen, aber das hat dann erstmal Zeit. Dann noch in den Kommentaren, ja, diese Einheit hier in Irland, in Londonderry, die sind da zu einem Zeitpunkt gelandet, wo ihr noch viel mehr Luftwaffe war. Und dann dachte ich halt, wir könnten damit Belfast erobern. Aber dann kam halt der Krieg mit der Sowjetunion und die Landungsversuche auf Malta und alles. Und jetzt stehen die da halt ein bisschen alleine verloren rum. Es gibt keinen Hafen, durch den sie wegfahren könnten. Und nicht die Unterstützung, um Belfast zu erobern. Und dann halten sie jetzt einfach den Ort. Alleine können sie das halt auch nicht erobern. Versorgung zu schlecht. Ja, was hatten wir noch? Genau, in Afrika auch neue Landungen vorbereiten. Das muss sagen, ich hatte auf den ersten Moment gar nicht auch an sowas gedacht. Aber wenn wir zum Beispiel diese Armee, die eh im Hafen ist, auf ein Schiff setzen und hier entlang fahren und schauen, wo der Brite Orte nicht besetzt hat, das kann ja echt nochmal massiv Zeit sparen. Ansonsten auch der Vorschlag, die Bomber alle nach Afrika zu schicken, dann kämen wir da zwar wahnsinnig schnell durch wahrscheinlich, aber ich hätte jetzt lieber eigentlich demnächst gern an der Ostfront. Auch damit wir hier groß vorankommen und jetzt waren das glaube ich die meisten der Kommentare und wir können uns den Fronten zuwenden. Fangen wir in England an, das ist nämlich relativ einfach, es geht darum hier durchzukommen und dann nach Glasgow. Ah stimmt, in einem der Kommentare wurde es auch in Polen, Glasgow zu erobern. Deswegen finde ich das gut. Also, Flieger fliegen nicht wegen Wetter. Die Möglichkeit wollte ich jetzt einen Angriff des Panzers sparen. Ja, ich hatte gehofft, wir hätten hier bessere Chancen, aber nein. So, schauen wir mal, ihr könnt hier noch Upgrades kriegen. Hier nicht Versorgung zu schlecht. Komm mal hier hin, da ist die Versorgung besser. Das heißt in Ordnung aus, ja, die haben eine hohe Verschanzung. Wir wollen erstmal noch ein bisschen raufbomben. Aber gut, wir sind immerhin in der Nähe von Glasgow. Was ich dann überlegt hatte, hier noch den Marinebomber fit zu machen, aber auch noch einen Satz Flugzeuge wegzuschicken an die Ostfront. Frage ist natürlich, wohin? Ich würde hier demnächst gerne Vilnius angreifen, aber ich glaube auch die Spanier könnten Luftunterstützung brauchen. Ach, dann, ich komme bei diesen Bombern immer durcheinander. Der taktische Bomber hätte eine Angriffsreichweite von 7 und der mittlere Bomber von 9. Ach, und wir haben natürlich sowieso neue Einheiten. Dann lass uns das jetzt mal kurz organisieren, wo die Flugzeuge an die Ostfront kommen. Also eins unserer neuen Akkus kann nach Johannesburg. So, dann haben wir mit von Kleist noch eins. No, also noch ein neues Akku. Und an verschiedenen Orten einsetzen. Wir könnten sagen hier und dann zieht er vorsichtig mit nach Norden, um die Spanier zu unterstützen. Das klingt eigentlich nach einem Plan, weil ich hier die Finn hier habe und dazu müssen wir in die Nähe von Leningrad und dazu sollte es hier irgendwann mal vorwärts gehen. Gehst du hierhin mit der Option da weiterzumachen. Du kriegst hier meinetwegen auch noch einen Satz Flugzeuge, die dann leider keine Upgrades haben. War damals aus Kostengründen, damit man direkt alle kaufen kann. Und eine Armee kannst du eigentlich auch mitnehmen. Muss uns dann ein bisschen abschirmen hier gegen die feindlichen Einheiten. Müsst ihr auch ein bisschen nachrücken. Dann haben wir da einen Satz Flieger. Dann kommt ihr mit. Jetzt hier in die Nähe. Ein Jäger und ein Bomber. Und dann haben wir in England auch nur noch einen Jäger und einen Bomber. Das wird hoffentlich schon reichen. Dann haben wir die ganzen Flieger von hier drüben. Jener begibt sich hier mal in die Nähe zu den Italienern.
gehen schon so viele Punkte drauf, einfach nur um die zu verlegen, aber es muss halt sein, die werden hier hinten dringend benötigt. Könnten wir damit endlich mal wieder ein paar richtig schöne Offensiven hier machen, denke ich mal. Wenn ich es gerade sehe, der müsste verstärkt werden. So, hier haben wir jetzt noch den strategischen Bomber. Möchte ich jetzt eigentlich auch hier raus haben, glaube ich. Dazu möchte ich erstmal noch irgendwas wissen. Einmal ist dieses eine letzte feindliche Schiff zufällig bei Tobruk. Ein U-Boot vor hier, glaube ich, noch. Hab's jetzt nicht gesehen. Das Schlachtschiff darauf schießt, machen wir wahrscheinlich keinen Schaden. Das heißt, keinen Nachschubschaden. Sonst muss der strategische Bomber noch mal eine Weile da bleiben und hier Tobruk niederschießen, dass wir das möglichst schnell erobern können. Okay, und die beiden Flieger könnt ihr auch behalten. Gut, ist England ansonsten soweit fertig? Da ein Zügelland zu ziehen, bringt zwar eine Versorgung her nicht. Müssen wir dann demnächst versuchen, nach Glasgow zu kommen. Ansonsten, ach ja, die Armee hier sollte verschifft werden. Dazu brauchen wir in Schleichfahrt mal wieder kurz die Info aus der Weg frei ist. So, dann vielleicht noch upgraden auf die Eisenbahn, dann ist er demnächst da. Ja, auch halbwegs in Ordnung, gesund. Einfach mal ein bisschen schauen, ob da jemand ist. Ich gerade irgendwie bei den U-Booten gelandet, aber machen wir das ruhig fertig. Okay, sieht im Moment ruhig aus. Ja, kein Kontakt, das ist alles ganz gut. So, die passen auf London auf. Ja, soweit so gut. Ich glaube, wir sind fertig. Dann kommen wir mal nach Afrika. Hier ist ja mit den zusätzlichen Landungen und Bombardierung durch unsere Schiffe die sehr schöne Lage entstanden, dass diese ganzen britischen Einheiten von der Versorgung abgeschnitten sind und deswegen unglaublich leicht zu schlagen sind. Und unsere nationale Moral erhöhen und der Gegner kann die halt dann auch nicht verbilligt wieder nachkaufen. Schon mal mit nach vorne kommen. Hier wird es verstärkt. Hat er jetzt noch einen Angriff? Ja gut, mal wegen der Bombe. Hauptsache, der ist weg. Und nervt nicht mehr. Ja, kommt ruhig jetzt alle nach vorne. Positiv ist ja auch, jeder Ort, den wir hier zurückerobern, der zählt für die Italiener und gibt denen dann noch mal ein paar Punkte zurück. Die haben ja nun wahrlich nicht so viel. Ach, das Akku überlebt. Der Jäger anscheinend auch. Oder der Bomber. Das ist doch ein bisschen ärgerlich. Wir werden sie aber demnächst irgendwann vernichten. Warte, du hast eigentlich Speed. Du gehst mal dahin. Unser Haku möglichst schnell nach vorne kommt. Ja, und ihr rückt auch alle irgendwie vor. Ja, der strategische Bomber, der muss uns jetzt wahrscheinlich Tobruk schon mal zusammenbomben. Bin jetzt auch gerne schon an der Ostfront gesehen, aber okay. Und die hier, ja, die können eigentlich auf einen amphibischen Transport. Dann schauen wir mal, ob die Briten da vielleicht irgendeinen Ort ein bisschen unbesetzt lassen. Hier bildet man so ein bisschen einen Schutz drumherum. Ihr stellt euch hier schon mal neben den Hafen und blockiert den so. Dann müssten wir hier jetzt auch langsam demnächst durchkommen und dann hoffentlich nächste Runde die hier vernichten.
Ab den Flieger können sie nicht verlegen, erst ab einer Versorgung von 3. Irgendwie so war das, glaube ich. Naja, gut, wir sehen es ja nächste Runde, ob der dann noch da ist oder verlegt. Okay. So, dann war noch die Idee, eine Garnison auf Malta zu platzieren. Aber wir haben gerade gar nicht die Versorgung, weil wir das alles kaputt gebombt haben, den herauszuschippern. Also bleibt er erstmal stehen hier. Die werden wir, glaube ich, auch nicht mehr brauchen. Dann an die demnächst an die Ostfront. So, Afrika ist, glaube ich, nichts weiter. Und Griechenland. Wir fahren jetzt auch nicht so viel da draußen. Das heißt, wir sind an der Ostfront. Gehen wir mal von Nord nach Süd durch. Hier, das U-Boot blockiert die Versorgung des Hafens. Der Ort hat schon null, deswegen kommen wir da einfach rein. Sehr schön. Bisschen Glück gehabt, dass es noch gereicht hat. Der spanische Panzer kann dann da wieder mit hin. Du deckst mal den Ort, ehe die meinen, da entlang rauskommen zu müssen. Dann ihr 5-1 auf diese Armee. Das hatte ich jetzt schon zwischen den Folgen gesehen. Wir wollen natürlich eigentlich nach Leningrad, aber so ein 5-1 kann man auf jeden Fall mal mitnehmen auf dem Weg. Ah, nur 2-1, also das Saku muss da rein für die optimale Versorgung. Ja, man sieht, um hier wirklich schnell vorzukommen, bräuchte nur einmal den Panzer wieder, der hier jetzt ja fertig ist, und Luftunterstützung, die hoffentlich in den nächsten Runden irgendwann da einsatzbereit ist. So. Hier wollte ich jetzt erstmal die Festung von Brest-Litowsk erstürmen, beziehungsweise diesen sowjetischen Panzer da loswerden. Was unser italienischer Panzer sehr schön geschafft hat. Und dann die Artillerie, bitte. So, feindliche Verschanzung von 4 auf 0. Jetzt kannst du natürlich in die Festung nicht mehr rein. Die üblichen Probleme an der Offensive. Du könntest da rein, okay. So, und noch angreifen. Ah, feindliche Luftwaffe, dies. Wir sagen, du rückst hier auch in vor. Hat gar nicht gesehen, was für ein Flieger es war. Nur, dass es ein Flieger war und die fertig zu machen, ist immer eine sehr, sehr schöne Sache. Jetzt ein bisschen aufpassen, dass unsere Front hier natürlich geschlossen bleibt. Und wir könnten diese Pioniere hier noch fertig machen. So, die gute Nachricht ist an der Eroberung Brest-Litowsk. Das war eigentlich die Versorgungsquelle für die ganzen Einheiten hier. Und alle, die jetzt hier sind, haben langsam ein Problem. Aus Vilnius kommt vielleicht noch was und von hier, aber die haben bisher von hier, also hier waren 10, die sich da verteilt haben, deswegen sind die Werte so gut. Und wir werden nächste Runde sehen, dass deren Versorgung wieder ein gutes Stück schlechter geworden ist, dass wir die dann umso besser angreifen können. Dann, was machen wir hier? Ihr belagert erstmal den Ort und kriegt ein bisschen Verstärkung. Hier vorsichtig schon mal weiter aufrücken. So, wir haben hier noch einen mittleren Bomber. Ja, hier würde ich gerne demnächst auch Vilnius einnehmen. Ist auch ein ziemlicher Verstärkung-Hotspot. Also wenn wir den bald haben, dürfte es auch diesen Einheiten hier noch schlechter gehen. Aber wir haben im Moment nicht so recht die Mittel. Dieser Panzer ist schwerst angeschlagen. Den erstmal, ja, hier eigentlich auch. Ja, ich würde den erstmal reparieren. Dann sehen, ob wir vielleicht dieses Feld schon einnehmen können.
1-1-4-0. 4-1 geworden. Und wenn du zur Seite gehst und der gesunde Panzer nachrückt. Sehr schön. 4-0, das ist ein schwerer Panzer über den Fluss, das machen wir bestimmt nicht. Sammeln wir uns hier schon mal und haben wir zwei gesunde Panzer auf Vilnius und ein bisschen mehr Luftwaffe und du kannst sie auch schon mal mit nachrücken. Sieht soweit gut aus, würde ich sagen. Hier greifen wir nächste Runde an, wenn deren Versorgung dann schlechter geworden ist. Kommen wir zu den Italienern. Naja, die können eigentlich im Moment nicht viel machen. Hier könnten wir diese falsche Mega loswerden. Schön. Jetzt ein bisschen die Problemfront hier. Gut, wir haben wahrlich nicht viel in der Gegend und Czernowitz wird wohl demnächst fallen. Diese Pässe sind bewacht. Um auf Nummer sicher zu gehen, bin ich am Überlegen hier Garnison noch Infanteriewaffen in die Hand zu drücken. Da soll jemand sein in dem Ort. Aber auf dem Weg dahin, okay. Sonst würde ich sagen, wir strukturieren das hier mal ein bisschen um. Garnison geht erstmal wieder in Sicherheit. Die italienische Einheit deckt schon mal diesen Ort. Liga geht ein Stück nach hinten. So, und die anderen rumänischen Einheiten halten hier schon mal die Gegend. Jetzt noch fehlt sind ein paar Leute, die das decken. Unter anderem eben diese neuen Einheiten, die wir gekriegt haben. Fehlt uns zwar nicht dann ein deutsches Haku in der Gegend, um die deutschen Einheiten zu befehligen. Apropos, du kannst vielleicht dahin gehen und das Haku ein bisschen abschirmen und wir holen uns dann hier mal diese Einheiten. Da drüben hin, ich glaube, dann stehen wir da erstmal sicher genug. Und dann möchte ich auch hier haben, wenn wir hier ein bisschen nachrücken, dass wir gegenüber denen noch etwas mehr gedeckt sind. So, das war das. Sind wir dann mit dieser Runde fertig? Man sieht die Deutschen fast keine Punkte mehr. Eben sehen die Italiener haben die Artilleriewaffen, sonst nächste Runde. Würde ich darauf sparen, dass die nächste Runde eine Artillerie kaufen können. Die Deutschen. Haben wir noch was Spannendes? Noch einen Panzer kaufen. Ohne Upgrades. Weiß nicht, oder wir forschen zum Beispiel bei den ganzen Fliegern. Was mir fehlt, ist das Langstreckenflugzeug, die nächste Stufe. Und dann könnten wir auch sagen, hauen wir die Logistik weiter voll und sind ziemlich genau pleite. Italien spart auf die Artillerie oder... Okay, wir können euch noch verstärken. Gut, dann... glaube ich, fahren wir überall und können in die nächste Runde gehen. Dann hoffentlich Vilnius erobern und mal sehen, wie die Einheiten da dann geschwächt sind. Sind ja gerade Partys angebildet. Tatsächlich. Das war mir jetzt gar nicht bekannt, dass das in England passieren kann. Müssen wir nochmal auf die Karte schauen. Sammelt hier ganz schön Panzer.
Mal wieder bei den Italienern Probleme. Oh, ein bisschen bei den Deutschen, okay. Panzer davor, dann ach, das könnte der Gegner allmählich echt unangenehm werden. Ja, ein Korps zerstört, ansonsten dies, das. Panzerabwehr für Deutsche verfügbar. Was mich jetzt interessiert, sind diese Partisanen da. Tatsächlich. Das war mir jetzt mal so überhaupt nicht bekannt, muss ich sagen. Zum Glück stand jetzt sowieso eine Einheit in London, aber ansonsten. Ja, also die meisten der großen Orte bewachen. Okay, wenn wir schon mal in England sind, fangen wir doch mal direkt an. Ich würde am liebsten einfach Glasgow erobern, aber wie es aussieht, müssen wir jetzt Teile unserer Armee erstmal woanders hinstellen. Da könnte man schon 3-0 auf die machen. Aber ja, wir brauchen hier gerade mal mehr Einheiten. Also da ist einer. Wenn du dich auf ein Boot setzt, müsstest du da doch direkt hinkommen. Nein, weil die Versorgung. Stimmt ja, die Versorgung im Hafen ist zu schwach. Weil die den gerade sabotiert haben, aber nächste Runde hoffe ich mal. Also es ist jetzt echt ein bisschen ungünstig. Die haben alle unsere Häfen so kaputt gemacht, dass wir niemanden schicken können. Das heißt, wir müssen mit den Einheiten, die wir haben. Liga. So, der könnte sich irgendwann da einstellen, wenn Versorgung da ist. Könnte sich zur Not da einstellen, aber wir müssen die Partisanen erstmal loswerden. Und du Vollgas nach Süden. Dann würde ich jetzt eigentlich lieber Glasgow erobern, vielleicht so schnell wie es geht. Sind ja gerade nur so stark wegen ihrer hohen Verschanzung. Wenn man die ein bisschen runterkriegt, sieht es doch schon mal besser aus. So, wenn der Panzer jetzt irgendwie Platz macht. Noch Edinburgh auf und ihr beiden tauscht euch durch. Naja, dann reicht es immer noch nicht ganz, um die Stadt einzunehmen. Aber nächste Runde hoffe ich einfach mal. Oder übernächste, je nachdem. So. So, mal eben schauen. Also, hier steht jemand. Hier, die Flieger zählen, glaube ich, auch. Sonst, keine Ahnung. Geh nochmal ganz in den Ort rein. Ja, es stand jetzt natürlich niemand. Wenn die sich da 1 Meter bewegen und die ganzen Sachen wieder einnehmen. Überlegen sich jetzt aber den Panzer auch nach Süden zu schicken.
Also wenn, falls es schief geht. So, du gehst mal da rein, dann sind hier schon mal die wichtigen Orte geschützt. Dann mit einem Panzer nachrückend und der Einheit hoffentlich kriegen wir die Partisanen klein, ohne dass sie jetzt zu viel anstellen. Ansonsten irgendwas los hier, Feindschiffe oder so. Scheint alles ruhig zu sein. Oh, ziemlich ruhig, wie es aussieht. Mit dem Marinebomber einfach auch noch mal ein bisschen scouten. Aha. Auch noch ein U-Boot gefunden, aber gut, soweit eigentlich jetzt erstmal nichts Spannendes. Hier müssen wir loswerden und auf die Partisanen achten, aber ansonsten sehen, dass wir bald Glasgow erobern. Gehen wir nach Afrika, wo die hier leider noch da sind. Aber wofür hat man Panzer? So, die Eroberung Tobruks, die haben natürlich eine schlechte Versorgung, aber immer noch eine sehr, sehr hohe Verschanzung. Die wir ja nicht einfach so loswerden. Ich will mal wissen. Okay, die haben ja Orte durchaus besetzt. Da glaube ich schon Flugabwehrwaffen drauf geskillt. Interessant. Also der Ort ist besetzt, der nicht. Also mit einer guten Landung könnten wir vielleicht ganz gut hier Meter machen. Aber erstmal, da ist das feindliche U-Boot. Das wollte ich noch suchen. Eins unserer Schiffe, das sich hier noch Zerstörer nennt, ja. Ist soweit nicht, dann fahr jetzt bitte nicht durch das feindliche U-Boot. Bringt womöglich nur unnötigen Schaden. So, na gut, du blockierst hier noch ein bisschen den Hafen mit. Ihr fahrt hier weiter mit. So, ja, ich denke mal, das schon geschützt. Ich meine, gut, wir könnten, sehe ich gerade, auch mal überlegen. Nachklären. Okay, mit dem Schiff sehen wir jetzt nicht, ob da jemand ist. Wahrscheinlich ist da jemand. Ob wir da auch mal eine Invasion starten. So, ansonsten also 0 gegen uns. Sonst gehen wir hier schon mal langsam weiter voran. Der könnte sogar versuchen, den Feind so richtig zu umgehen, aber gehen uns die Versorgungswerte. Oder sind die jetzt vielleicht besser, wo das HQ hier vorne ist? Oh, durchaus annehmbar. Kann ich auch mal ein bisschen mitscouten. Aha, da hinten ist zum Beispiel so überhaupt nichts los. Könnt ihr, denke ich, hier versuchen, Vollgas zu geben. Bomber hätte noch einen Angriff. Gut, sonst machen wir den Sturm nächste Runde oder wann immer die Artillerie da in Schussreichweite ist. Brauchen wir dann noch den strategischen Bomber. Glaub nicht, ich hätte ihn jetzt wirklich, wirklich gerne an der Ostfront. Der hat eine große Reichweite. Ich glaube, hier ist in Ordnung. So, das heißt, das alles wird erobert. Die Artillerie kann recht gut auf Dauer Verschanzung runterschießen. Dann hier entlang, vielleicht auch mit dem Landungsboot, dass wir sie wieder ein bisschen abschneiden können. Das sollte alles laufen Richtung Afrika. Dann gehen wir mal weiter. Können wir... Nein, hier immer noch keine Transportmöglichkeit. Du kannst hier aber natürlich schon mal an die Ostfront.
Erstmal irgendwo noch in Sicherheit. Ja, dann, na gut, diese neuen Flieger hier brauchen erstmal die Upgrades. Da muss man jetzt nicht viel sagen, aber ab nächster Runde sind sie einsatzbereit. Uns mal sehen. 2-0, 1-1. 2-1. Erstmal der Panzer käme hier nicht in Angriffsreichweite. Hier natürlich schon rübergehen. Entdecken noch mehr Feinde. So, du kannst ja mal ein bisschen dich umschauen nach sowjetischen Schiffen. Aber ich wette, die haben sich hier irgendwo in einem Hafen verkrochen oder da oben oder so. Kommen wir gescheit nach Tallinn. Eine Frage. Es ist erstmal, wir haben gerade in diesem Bereich so ziemlich zwei Bomber und das sind sehr, sehr viele Feindpanzer. Brauchen wir diese Bomber jetzt für Vilnius oder können sie den Spaniern helfen? Jetzt auch Angriffswerte sehe, glaube ich, wir brauchen sie hier, die Bomber. Treffer. Ja, 3-1-1-1, das ist das, worauf man doch wartet. Gut, Vilnius in unserer Hand. Das Korps geht mal rein oder der Panzer, dann lieber der Panzer. Hat noch einen Angriff, aber nee, lieber nicht. So, du füllst hier diese Position auf. So, Vilnius in unserer Hand. Großer Erfolg. Und wir schauen hier mal kurz rein. Genau. Inzwischen deren Versorgungswerte sind echt schlecht. Wo sie letzte Runde doch noch richtig gut waren, hängt eben mit dem Fall von Brest-Litowsk zusammen. Dadurch deren Versorgung hier schon mal ziemlich angeknackst ist. Und jetzt auch ohne Vilnius sollte es noch schlechter sein. Und wenn der strategische Bomber hier noch Baranovici runterbombt, wird sogar vernichtend. Aber eins nach dem anderen. Wir schauen hier erstmal. Panzer war dran. Ihr 2-1 gegen eine Armee ist eigentlich in Ordnung mit einem Korps. Könnte dieser Panzer machen, versuchen hier mitzuhelfen. Die sind unsere eigenen Versorgungswerte, wenn wir hier weitergehen. Hex, ja. Okay, und ich würde sagen, dieser Panzer versucht hier meine Gegner bei Kaunas mitzuhelfen, zu vertreiben. Schützt ja auch ein bisschen hier das Baltikum. 1-1, das ist jetzt nicht so überragend, dafür ruft man keinen Panzer. Vielleicht, wenn ihr noch mithelft. Bei 1, wenn ihr auch noch mithelft. Die halten sich da leider ziemlich gut. Und dieser Armee muss auch irgendwie nach vorne und ihr müsstet auch irgendwie nach vorne. So, versuchen wir sowas wie eine zusammenhängende Front zu bilden und weiter in Richtung Norden hier zu gehen. Ja.
Gut, okay. Aber falls wir dann nächste Runde hier ein paar Flieger abbekommen, mal leicht nach Norden senden, sollten wir, denke ich, hier dann allmählich durchbrechen. So, die haben sich leider sehr gut verteidigt, aber wir haben Vilnius. Wenn wir das halten, sollte die feindliche Versorgung hier wieder ein gutes Stück schlechter werden. So, du kannst meinetwegen auch ein bisschen aufrücken. Du kannst aufrücken. Ja, haltet das noch so. Nächster Schritt, was machen wir hier? Wir haben uns hier schön umstellt, aber ist ehrlich gesagt nicht so gefährlich. Den Panzer würde ich tatsächlich gerne erstmal heilen. So, dann müssen wir hier sehen, du könntest hier die Lücke in der Front füllen. Die werden geheilt. Haben wir hier tatsächlich noch mehrere Bomber? Eine Artillerie. Naja, wenn ihr gerade sonst nicht so viel zu tun habt, könnt ihr den da kaputt machen. Ist der weg? Hier noch ein paar Jäger zum Aufpassen. Dann, was haben wir hier noch? Bisschen alles ein bisschen verstärken. So, dann sind wir hier. Ja, in Czernowitz sieht es immer düsterer aus. Wir könnten jetzt aber unsererseits aus Spaß diesen Panzer da von der Versorgung abschneiden. Beziehungsweise hier, da ist ein kleiner Ort. Aber der dürfte trotzdem so gut wie nichts haben. Versuchen hier sogar vielleicht sogar ein bisschen nachzuziehen. Ja, weil die sollten geheilt werden. Der Flieger sollte mal kampfstark. Wieder alle deutschen Punkte weg. So, die halten das hier erstmal. Könnte meinetwegen auch mal noch die besseren Infanteriewaffen haben. Dann haben wir hier stabile Garnison, falls da irgendwer durchkommt oder versucht durchzukommen. So. Haben wir ja einen deutschen Zerstörer. Das ist jetzt nicht so spannend. Ja, wir sind Richtung Ende der Runde. Ich wollte, glaube ich, den Italienern eigentlich eine Artillerie kaufen, aber ja, wie das so kommt. Jeder will Punkte haben und dann sind sie irgendwann alle weg. Noch schauen, was wir forschen können. 207. Hat ja die Produktionstechnologie direkt auch noch auf den nächsten. Da lohnt sich, finde ich, noch ein zweiter bei der Industrietechnologie jetzt nicht unbedingt. Italien 122. Das ist nichts Nennenswertes. Können auch nichts kaufen, dann sparen wir halt nochmal und dann reicht es vielleicht nächste Runde für die Artillerie. Ja, ich schätze, dann waren wir überall. Wir müssen ein bisschen sehen, wie sich das jetzt in England entwickelt. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass plötzlich Partisanen auftauchen. Ich hoffe, die stellen nicht zu viel an. Dann schauen wir mal rein. Ja, leider jetzt nicht die großen technologischen Sachen. An einmal Logistik, großer Fortschritt ist ganz nett, aber es darf gerne mehr sein.
Oh, sie ziehen sich zurück. Der Jäger ganz schön was abbekommen, trotz der ganzen Upgrades. Wieder Schaden bei den Italienern, das muss alles wieder geheilt werden. Ist da noch reicht für die Artillerie? Erwischt es unseren Panzer in Vilnius. Wird natürlich auch wieder erobert. Aber das Gute ist zumindest, die Versorgungsstufe von dem Ort ist ja trotzdem dann noch sehr, sehr gering. Und da ziehen sie sich zurück, okay. Ach, jetzt kriegen ja noch ihre sibirischen Truppen. Das ist nicht schön. Das werden nämlich noch ziemlich viele mehr sein. Ah, die 11. Panzer zerstört. Da ist ein Schiff, das interessiert mich auch. Von der großen Panzerfenne, die beide Fraktionen an der Ostfront aufstellen können, ist der Ruf nach dedizierten Panzerabwehreinheiten laut geworden. Diese Einheiten werden gegen feindliche Panzer nützlich. Ja, wir bauen diese Panzerabwehreinheiten. Auch noch Verstärkung und Upgrades und so, aber wenn man schon sieht, was hier noch rumfährt an Panzern, ist das, glaube ich, schon eine Investition wert auf jeden Fall. Gut, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Die Folgen letztes Mal sind ja zum Teil bis zu einer Stunde geworden, deswegen würde ich mal kurz die Lage ein bisschen anschauen und dann im Zweifel erstmal einen Cut setzen. Also, die Spanier, wir hängen weiterhin an dieser Armee. Dann kommen da auch noch Panzer hinzu, das macht die Sache nicht besser. Wir müssten vielleicht alle hier konzentriert nach Norden marschieren und ein paar Einheiten Riga abdecken lassen. So, hier die Sache mit Vilnius, das sollten wir zurückholen und diese Pax hier ausrüsten und an die Front bringen gegen diese ganzen Panzer hier. Riga, mal sehen, die werden wahrscheinlich auch genügend zu tun haben auf Dauer. Die Orte sollten wir uns demnächst sichern. Hier erstmal weiter verteidigen. Hier finde ich schön, der hat leider noch einen Versorgung, der schwere Panzer. Wenn wir den noch irgendwie kappen könnten. Ich bin ehrlich gesagt noch vorgenutzt, dass Czernowitz überhaupt noch hält. Das rumänische Haku hier vielleicht rüberschicken und hier mehr Versorgung. Alles interessante Ideen.
Dann England, okay, die haben zum Glück nichts weiter gemacht. Werden wir hoffentlich dann bald wieder los. Ich lande den hier schon mal eben an. Sowas vergisst man schnell dann mal in der nächsten Folge. Gut, hier müssen wir sehen, irgendwie nach Glasgow reinkommen, was jetzt ein bisschen schwer wird, wenn der Panzer womöglich erstmal im Süden gebraucht wird. In Afrika, ja, kommen wir weiterhin sehr, sehr gut voran. Da sollten wir irgendwann mal in Kairo stehen. Das feindliche U-Boot werden wir auch los. Also hier sieht es dann schon besser aus. Und dann würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.